Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder drei sehr verwirrende Telefonate von Betrüger-Callcentern mitgebracht. Im ersten Gespräch haben mir die angebliche Aufsichtsbehörde von Olaf dran, oder was, oder wie? Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stellner. Im zweiten Gespräch, da behandeln wir wieder unser verlorenes Geld, was wir irgendwie nie investiert haben, aber die trotzdem bei mir anrufen, weil sie es einfach mal probieren. Das ist tatsächlich mal nochmal die Variante, wo nicht vorher so ein Automat anruft und abfragt, ob man Geld verloren hat. Hier ruft tatsächlich nochmal jemand an. Also es gibt noch fleißige Betrüger. Hallo, schönen guten Tag. Gabriela Molina Apparat. Ich möchte gerne mit Sean Steinfeger sprechen. Ja. Schön, Sie zu erreichen, Herr Steinfeger. Ich melde mich im Auftrag von FCA und des dreht um Ihre Vergangenheit, was Sie bei Handelsplattform investiert haben. Ja. Jetzt, wenn Sie Zeit haben, hätte ich ein paar kurze Fragen an Ihnen, Herr Steinfeger. Es dauert nicht so lange. Na dann los. Also, Herr Steinfeger, erinnern Sie sich, wie viel haben Sie bis jetzt eigentlich insgesamt verloren oder investiert bei Online-Plattformen? Nee, habe ich keinen Überblick. Und auf welchen Plattformen haben Sie schon investiert? Erinnern Sie sich? Und im letzten Gespräch haben wir heute AM-Gestionen oder so ähnlich am Apparat, die mir ein Angebot per E-Mail zugeschickt haben, was irgendwie nicht ankommt, aber irgendwie dann doch. Also die Firma, die ihr auch schon mal gehört habt, die einen Telefonbucheintrag von ihrer eigenen Firma in Litauen oder so, ich weiß es nicht mehr so genau, als Finanzregistration verkaufen. Also es wird heute definitiv wieder zipfelig. Guten Tag, grüße Sie Herr Brandwein, hier spricht der Marktsteiger von AM-Gestion. Wir haben miteinander gesprochen, Sie haben ein Angebot zugeschickt gehabt, haben Sie es sehen können? Nee. Haben Sie es noch nicht gesehen? Nee, ist nicht angekommen. All das gibt's hier auf Callcenter-Abzocke. Jede Menge Betrug, jede Menge Lug und jede Menge Blödsinn am Telefon. Jede Menge Menschen, die uns versuchen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen drei neuen Betrüger-Telefonaten. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr den Kanal abonniert, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft kein weiteres Telefonat mehr. Ja, hallo. Hallo. Guck. Wer ist denn da? Wer spricht denn da nicht? Also, wenn Sie nichts sagen, dann können Sie mir auch nichts verkaufen. Ich bin vom Ministerium momentan gar nicht persönlich, sondern, also, ja, okay, danke. Guck, guck. Ja, ich bin persönlich unsere gesamte Organisation. Ja, oh, sehr interessant, was so ein netter Herr war im Hintergrund so sagt. Ja, der spricht hier aber auch gleich noch. Nur es ist tatsächlich total verwirrend, da ruft euch eine Firma an und die sprechen einfach nicht am Telefon. Also sowas passiert, glaube ich, bei normalen Unternehmen nicht. Also ich vermute mal, der wird jetzt hier einfach nicht sein Headset auf dem Kopf gehabt haben. Da kam der nächste Anruf hoch und naja, hat es erstmal so gar nicht mitbekommen. Interessant ist aber, dass wir diese raue Stimme, die jetzt nicht so gut zu verstehen ist, im Hintergrund auch schon mal am Telefon hatten. Also mit dieser Firma hatten wir tatsächlich schon mal Kontakt mit dem Mitarbeiter, der im Hintergrund zu hören ist. Aber der jetzt gleich im Vordergrund zu hören sein wird, macht diese Firma auf gar keinen Fall seriöser mit seinem ganzen Auftreten. Ja. Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stellner. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag, Herr Stellner. Ja, wie kann ich denn helfen? Einander helfen. Also Sie können mich, sozusagen ich kann Ihnen helfen, 80%, 20% können Sie mir helfen, weil auf Ihren Namen ist Geld unbestätigte Transaktion und wenn ich das Geld in den Auslandsflug mache,
dann kriege ich von dieses Geld 10%, aber nicht von ihr, sondern von Geld von meinem Arbeitgeber, von Olaf und so weiter und so weiter. Deshalb ist mein Interesse, das Geld zurückzukriegen. Ja, wer ist denn Olaf? Also es wird in der Tat immer plumper und dämlicher, oder nicht? Also keine richtige Vorstellung. Ich kann ihm helfen, aber er kann mir helfen und 80% er und 20% ich. Und da ist ja Geld von mir und er wird mir jetzt helfen. Was? Also, und er bekommt von mir kein Geld, er bekommt von Olaf Geld. Was ist das, was wir da am Telefon erleben? Das sind die Betrüger, die mich hier anrufen und vom Tradingmarkt anrufen und, naja, euer verlorenes Geld von der angeblichen Olaf-Behörde wieder beschaffen wollen. Hat man ja schon, wie gesagt, öfters mal am Telefon. Aber es wird tatsächlich immer schäbiger und schlechter, der Betrug. Ist nur gut. Umso weniger Menschen werden hoffentlich von diesen gemeinen Maschen dann auch am Ende betroffen sein. Wissen tun wir es aber trotzdem nicht, weil, naja, es gibt Menschen, die leider darauf reinfallen, weil sie schon mal Geld verloren haben. Bei dem jetzt ja vielleicht nicht, weil der ist wirklich ein bisschen komisch. Aber, naja, es sind halt die Anrufe, die mich hier so erreichen. Ich kenne keine Olaf. Olaf sagt, europäische Antibetrug bekämpfen. Sind die so. Computer dran? Im Internet schauen, was Olaf ist. Das ist ähnliche Organisationen wie BaFin, wie Blockchain, wie ECB und so weiter und so weiter. Ja, wie kann ich da Ihre Seite finden? Ich kann Sie Olaf nicht finden, das kann doch sowas. Sie sind ja Computertreiber am PC. Ja, das war ja die Frage, wie kann ich Sie finden im Internet? Wie bitte? Wie kann ich Sie denn im Internet finden? Was muss ich denn da eingeben? Ich soll Ihnen helfen, weil auf Ihren Namen ist unbestätigte Transaktion. Und ich will Ihnen eine Auszahlung machen. Sie können mich helfen, weil wenn ich meine Arbeit gut mache, dafür bekomme ich von meinem Arbeitgeber, von Olaf, 10% des Geldes, was ich ausgezahlt habe. Ja? Und wie finde ich die Webseite von Olaf? Ihr Interesse ist... Webseite Olaf ist Olaf. Komm, was soll das sein? Die sind Olaf. Ja Computer dran, die sind zu Hause. .com. Dann gebe ich mal an, Olaf. Olaf.com. So, dann guck ich mal. Also nochmal zum Verständnis. Der tut so, als würde der von einer angeblichen Behörde anrufen, redet mit mir, wie als wäre er irgend so ein Dorf-Trottel-Taler-Huhn-Gemisch aus irgendwas und sagt, ich soll auf die Webseite olaf.com gehen. Nur wenn ich auf die Webseite olaf.com gehe, hat diese Webseite nichts mit dem zu tun, was er da macht. Davon abgesehen, wenn ich olaf.com eingebe, kommt auch keine Behörde. Es kommt aber irgendwas Komisches, wo es auch wieder kein Impressum gibt, wo man sich mit seinem Namen anmelden kann, E-Mail-Adresse und das war's irgendwie schon. Man kann da eine Domain kaufen, das war's halt. Also olaf.com, aber nicht irgendeine Behörde. Es ist einfach nur verwirrend, bekloppt, ganz bescheuert. Ich verstehe es einfach nicht mehr, was da für Menschen sitzen. Aber das ist Betrug, der tatsächlich leider funktioniert. Olaf. So. Ja. Also ein rotes C. Bei Olaf.webseite mit einem roten C als Logo. Was für ein, ja, natürlich nicht so ein rotes Logo. Ja. Aha. Und was ist das für eine Olaf. Seite? Da ist ja bloß ein Mann abgebildet auf der Webseite bei olaf.com. Was ist das für eine Seite? Da ist so ein Diamant oben. Hallo. Ja, ich höre Sie. Und Sie mich auch. Eine Sekunde, bitte höre ich nicht, das ist schlecht, das ist technische Probleme. Ja, da kann ich nicht dafür, wenn Sie da technische Probleme haben. Ja, mal davon abgesehen, dass die Leitung jetzt hier auch leider wieder ziemlich komisch ist, der nuschelt auch noch ganz furchtbar, also den kann man ja kaum verstehen. Oh Mann, es ist entzückend. Also ich weiß nicht, also es ist verrückt. Das sind die Sachen, die ich hier jeden Tag erlebe. Also jeden Tag. Oftmals von Montag bis Sonntag. Wochenende ein bisschen weniger, aber ja, solche Leute rufen auch am Wochenende an und verkaufen sich am Wochenende als Behörde. Ja,
So ist es halt. Aber naja, wenn es funktioniert, ne, am Wochenende sind halt die Menschen auch einfach zu Hause. Solche Ausreden haben die dann auch gerne mal am Telefon, dass die dann einmal erzählen, naja, am Wochenende sind sie doch zu Hause und in der Woche sind sie arbeiten, deswegen versuchen wir es mal am Wochenende. Aber es ist tatsächlich nichts anderes als Betrug. Aber bei dem hier, naja, man hört es ja schon raus. Dass das im Entferntesten nicht normal sein kann, was wir hier dran haben. Dass das im Entferntesten nicht normal sein kann, was wir hier dran haben. Eine Sekunde bitte, ja, eine Sekunde. Ja. Leon. Leon. So, worauf warte ich denn jetzt? Mit Olaf, ja, und der Chat, der Olaf kommt, oder mit der Chat. Ah, mit der Chat, der Olaf hier kommt. Und Olaf kommt, oder Chat, der Olaf. Olaf hat die Verteidigung gemacht. Also wenn ihr versteht, was der da sagt und welche Sprache der da spricht, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich dazu mal wieder, was ihr da so raushören könntet und ob ihr da was übersetzen könnt von dem, was der da ins Telefon blabbert. Das, also Deutsch war das jetzt nicht mehr. Ich habe ein paar Mal nachgehört gerade, ich verstehe nicht ein Wort. Es wird immer schlimmer. Und naja, wie gesagt, da labert er irgendwas auf einer komischen anderen Sprache. Interessiert mich mal wie Sau, ob ihr wisst, was das ist. Viele vermuten ja immer, es ist Albanisch, weil so besoffene Leute sind meistens, also die so versoffen klingen, sind oftmals Albaner. Naja, aber interessiert mich mal, ob ihr da irgendwas zu rausfindet. Olaf. So, und was passiert da jetzt? Weil ich höre ja bei Ihnen nicht mehr. Sie sprechen nicht mehr mit mir. Olaf.com. Wenn Sie mit uns über diesen Domainnamen sprechen möchten, bitte verwenden Sie das Kontaktformular oder sprechen Sie direkt mit mir, indem Sie hier klicken. Kann man die Domain kaufen. Aber das ist ja keine Behörde, Olaf.com. So, nun spricht keiner mehr. Ich wollte ja gar noch mal Ihre Webseite aufrufen können. Aber das ist ja irgendwie nicht möglich. Und ja, jetzt hat er hier an dieser Stelle tatsächlich das Gespräch beendet und aufgelegt. Ja, also, was fällt einem dazu noch ein? Es wird immer bescheuerter. Die rufen bei einem an, erzählen erst gar nichts. Dann kommt da irgendwas Versoffenes, Dämliches, Blödes am Telefon, wo er mir helfen möchte, zu 80% und er 10% davon bekommt, von dem, was wir da machen, und 20% muss ich ihm aber helfen. Und dann sagt er da nichts mehr. Sagt, ich soll kurz warten? Brabbelt irgendwas in einer Sprache, die, glaube ich, kein Mensch versteht? Also, ich bin da gespannt, ob ihr dazu was rausfindet. Und dann wird hier einfach an der Stelle das Gespräch einfach abgebrochen. Also verrückter geht's tatsächlich kaum noch, aber das sind die Gespräche, die mich hier auf meiner Leitung ereilen und die auch euch treffen könnten, wenn eure Daten im Umlauf sein sollten und ja, in der falschen oder an der falschen Stelle im Internet platziert sind. Es ist auf jeden Fall sehr entzückend, was wir da so erleben. Es sind aber scheinbar auch Sachen, die funktionieren. Also bei dem glaube ich das jetzt ja tatsächlich nicht, dass der damit irgendeinen Erfolg hat, mit dem, was der da versucht. Aber es ist schon beeindruckend, um es mal freundlich auszudrücken. Bevor es weitergeht, habe ich euch heute mal noch was Besonderes mitgebracht. Eine besondere Folge von Callcenter Abzocke als Podcast. Ich unterhalte mich mit Steffi vom True Crime Podcast Mord und Totschlag. Hallo, ich bin Steffi und produziere seit 2019 in Eigenregie den True Crime Podcast von Mord und Totschlag, den du auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music hören kannst. Mit von Mord und Totschlag entführe ich dich aus deinem Alltag in die tiefsten Abgründe des Menschen und erzähle dir von gelösten und ungelösten Verbrechen aus der ganzen Welt. Allerdings widme ich mich nicht mehr nur Themen wie Mord und Totschlag. Seit diesem Jahr versuche ich, in meinem Podcast ein breiteres Spektrum von Strafdelikten abzudecken. In der aktuellen Episode zum Beispiel geht es um Callcenter-Betrug. Ich habe mit dem Betreiber des YouTube-Kanals Callcenter Abzocke gesprochen, der seinen Followern vor allem unter seinem Pseudonym Gerold Steiner bekannt ist. Durch seine Aufklärungsarbeit ist es für ihn enorm wichtig, seine wahre Identität zu schützen, denn nicht selten stecken hinter den Callcentern, die diese betrügerischen Anrufe tätigen, mafiöse Strukturen. Aber lassen wir Gerold sich und seinen YouTube-Kanal Callcenter Abzocke kurz selbst vorstellen.
Callcenter Abzocke ist ein Kanal auf YouTube hauptsächlich, der sich ausschließlich um Betrugsbekämpfung und Aufdeckung dreht, um den Menschen einfach auch zu zeigen, was so am Telefon und auch generell per E-Mail mittlerweile schriftlich ja so für dunkle Sachen auf einen warten. Ne? Also Betrüger, um genau zu sein. Die Motivation liegt eigentlich darin, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie schnell man in so eine Betrugssituation verwickelt werden kann. An dieser Stelle möchte ich dir gerne einen der tausenden Anrufe vorspielen, die Gerold tagtäglich so führt, bevor er sie dann bei Callcenter Abzocke hochlädt. Neben Aufklärung und Unterhaltung spielt für Gerold übrigens auch die Zeit eine wichtige Rolle. Denn während die Betrüger sich mit ihm abmühen, haben sie keine Gelegenheit, woanders anzurufen und so vielleicht an ein ahnungsloses Opfer zu geraten, dem sie das Geld aus der Tasche ziehen können. Wozu ist das? Weil sie diese Anmeldung gemacht haben. Aber Sie sind sich ja nicht mal sicher, wann die Anmeldung stattgefunden hat. Ja, es ist nicht wichtig. Na, für mich ist das schon wichtig. Das macht noch nicht so richtig Sinn, was Sie sagen. Was ist nicht richtig? Das macht keinen Sinn bis jetzt, Ihr Anruf. Das ganze Gespräch geht übrigens noch mehr als 30 Minuten so weiter. Aber kommen wir nun zurück zum Thema. Mich interessiert, wie betrügerische Callcenter genau funktionieren und welche Maschen derzeit besonders beliebt sind. Im Moment ist ganz extrem Finanzgeschäfte, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, Trading, Aktien, Rohstoffe, damit Geld zu verdienen. Das ist ja momentan der Hype. Wenn man einmal hier auf einer falschen Webseite sich eingetragen hat, dann kriegt man auch definitiv nicht nur einen Anruf, es wird gleich weiterverkauft. Ich würde mich freuen, wenn du in unsere gemeinsame Folge reinhörst, die Gerold und mir für mein Empfinden doch recht gut gelungen ist. Bis dahin, pass auf dich auf, denn wie du von Gerold weißt, die Welt ist böse. Wenn du dir den Podcast in voller Länge anhören möchtest, habe ich dir die Links dazu einmal in die Videobeschreibung gelegt. Tauche ein in die Welt von Steffis True Crime Podcasts. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Gabriela Molina Apparat. Ich möchte gerne mit Sean Steinfeld sprechen. Ja. Schön, Sie zu erreichen, Herr Steinfeld. Ich melde mich im Auftrag von FCA und es dreht um Ihre Vergangenheit, was Sie bei Handelsplattform investiert haben. Ja. Jetzt, wenn Sie Zeit haben, hätte ich ein paar kurze Fragen an Ihnen, Herr Steinfeld. Es dauert nicht so lange. Na dann los. Also, Herr Steinfeder, erinnern Sie sich, wie viel haben Sie bis jetzt eigentlich insgesamt verloren oder investiert bei Online-Plattformen? Nee, habe ich keinen Überblick. Und auf welchen Plattformen haben Sie schon investiert? Erinnern Sie sich? Viele. Also, hier steht, dass Sie haben 250 Euro bei X-Market investiert. Sagt Ihnen etwas? Das kann sein. Und Herr Steinfeld, wenn ich fragen darf, haben Sie schon versucht, eine Auszahlung zu machen? Nee. Und wann war das letzte Mal, dass Sie einen Anruf mit in eine Auszahlung erhalten? Auszahlung noch nie. Also, Sie haben da keine Anrufe bekommen über die Auszahlung? Ja. Ja, also so viel Bullshit in so wenig Zeit, das muss man tatsächlich auch erstmal hinbekommen. Also erstmal ruft euch grundsätzlich niemand an und fragt danach, ob ihr Geld verloren habt und wie man euch da helfen kann, das wieder zu beschaffen. Und dann im gleichen Atemzug fragt sie dann auch noch, wie viel ich eingezahlt haben soll. Also wenn ich was verloren habe und sie mich anruft und weiß, dass ich Geld verloren habe, dann muss sie doch wissen, wie viel es war und bei welcher Firma. Aber auch das fragt sie mich. Danach denkt sie sich da irgendwie X-Market irgendwas aus und erzählt mir das durchs Telefon, dass ich da angeblich mein Geld verloren habe und 250 Euro eingezahlt habe. Und jetzt fragt sie mich, wann ich das letzte Mal einen Anruf bekommen habe, wo es um eine Auszahlung ging. Es ist doch komplett verwirrend. Ja, aber diese Maschen, die zielen auf Menschen ab, die tatsächlich schon mal Geld bei so einer Firma verloren haben und jetzt erhoffen, dass sie Geld zurückbekommen könnten. Nun, aber man hört jetzt hier an der Sprache und an der Sprechweise der netten Mitarbeiterin ja schon wieder ganz klar raus, dass das kein normales Telefonat sein kann. Es ist der gleiche Slang wie von den Menschen, von denen man dann schon mal betrogen wurde. Und wer jetzt hier tatsächlich mitspielt, der tappt ein zweites Mal in die Falle und wird entweder nochmal Geld bezahlen oder man wird noch um seine Daten beraubt. Irgendwas von dem wird's schon sein. In der Regel wollen die auf eure Computer zugreifen, um, naja, eventuell euer gesamtes Bankkonto abzugrasen, abzugreifen.
Da wird man sich dann wieder tolle Maschen und Sachen ausdenken, warum jetzt da eine Nachricht bei euch bei der Bank als Pop-up kommt. Ihr kennt ja hier dieses Secure-Tan, wo man so eine PIN bekommt oder freischalten muss in seiner App. Und das zielt darauf ab, dass man hier einfach letztendlich dann diesen PIN freigeben soll. Deswegen brauchen die Zugriff zu eurem Computer, damit die sich im Hintergrund in euer Bankkonto einloggen können. Und man kann, auch wenn man mit euch verbunden ist, mit eurem Computer Dinge anstellen, die ihr im Vordergrund nicht seht. Von daher sind solche Anrufe im Nachgang nochmal besonders gefährlich, weil hier nicht nur Geld im Spiel ist, sondern auch eure persönlichen Daten. Weil Herr Steinfeder, also wie ich Ihnen gesagt habe, dass ich melde mich von FCA. FCA ist Finanzaufsichtsbehörde und in der Zusammenarbeit mit der BaFin machen wir solche Umfrage, um Ihnen zu helfen, das Geld zurückzukriegen, was Sie damals bei Online-Plattformen investiert haben. Aha. Also Herr Steinfeder, Sie haben schon ein Guthaben bei uns, das Ihnen zusteht. Und also das Einzige, was Sie brauchen für die Auszahlung, ist nur ein Rechner dazu zu haben. Also entweder ein PC oder Laptop. Aha. Ja, also sie fragt mich, wie viel Geld mir zusteht, aber sie ruft an, weil ich da Geld habe, was mir zusteht. Der Widerspruch ist so bekloppt, dass man da eigentlich wirklich vom Glauben abfällt. Ja, aber es trifft halt leider Menschen, die jetzt hier denken, oh, ich könnte mein Geld wiederbekommen. Und wenn man darauf nochmal reinfällt, ist man halt tatsächlich nochmal geldlos. Und sie bereitet ja jetzt hier schon die Verbindung zum Computer vor und fragt mich, ob ich so ein Gerät zur Verfügung stehen habe. Haben Sie schon eins? Was habe ich? Nee, kann ich mir nicht leisten, also, sowas. Sie haben gar keinen PC oder Laptop? Nee, kann ich mir nicht leisten. Also können Sie einen PC oder Laptop besorgen? Nee, habe ich kein Geld zu. Das ist alles am Finanzmarkt. Achso, und wenn ich fragen darf, was für ein Handy benutzen Sie? Ein iPhone 3310. Weil also, Herr Steinfeder, für die Auszahlung brauchen Sie einen Rechner dazu zu haben. Also entweder ein PC oder Laptop. Ohne einen Rechner können Sie nicht die Auszahlung durchführen mit den Finanzexperten. Aber für die Einzahlung ging doch auch ohne Computer. Ja, und das ist total wild. Also für eine Auszahlung ist zwingend ein Computer erforderlich oder ein Gerät mit Internetzugang, ja sicher, weil die da irgendwelche Dinge vorhaben, die wir da garantiert nicht machen wollen. Ich muss mir wirklich mal in der Zukunft irgendwas überlegen, ob ich da vielleicht irgendwas für bereitstellen kann, um die darauf zugreifen zu lassen. Mal gucken, ob mir da was einfällt, wie wir das regeln können, dass ich euch da vielleicht auch mal zeigen kann, was dann passiert, wenn die auf die Geräte zugreifen. Ja, müssen wir mal schauen. Da gibt es auf jeden Fall Lösungen, die sind nur ein bisschen technisch kompliziert, weil ich muss mich ja immer ein kleines bisschen absichern. Aber verrückt. Einzahlen geht tatsächlich bei solchen Firmen immer irgendwie ohne Computer. Am Anfang haben sie ja früher immer noch nach den Webseiten, dass man die Webseiten aufrufen sollte. Falls ihr euch noch erinnern könnt und ein bisschen länger auf dem Kanal seid, früher war das ja so, dass wenn so ein Finanzbetrüger angerufen hat, dann haben die ja mit ihrer schlechten Webseite jedes Mal geprahlt. Es ging am Anfang des Gesprächs immer erstmal darum, dass man eine halbe Stunde lang versucht, deren Webseite aufzurufen. Bei deren tollen Buchstabierkünsten war das immer nicht so einfach. Und seit geraumer Zeit braucht man da bei denen gar keine Webseiten mehr. Die rufen halt einfach an, sagen, ja, hier investieren und bezahl mal an das Konto und da und man kann es auch überweisen und man schickt dann das dazu oder die buchstabieren einem da tatsächlich dann auch die Bankdaten durchs Telefon. Das heißt, zum Einzahlen ist da kein Computer notwendig und auch kein Gerät mit Internetzugang. Man kann ja die Überweisung ganz einfach mit einem Überweisungsträger bei der Bank machen, so wie man das von früher kennt. Nun, aber für eine Auszahlung von einer angeblichen Behörde oder was das jetzt hier darstellen soll, da brauchen wir zwingend einen Computer? Na also, wenn das jetzt wirklich meine Kohle wäre, dann ist doch scheißegal, über welchen Weg wir das machen. Hauptsache, ich kriege mein Geld wieder. Das steht mir ja dann rein rechtlich theoretisch zu. Ja, richtig. Die ganze Geschichte ist halt ausgedacht. Doch, aber also die Auszahlung kann auch mit Handy machen, also mit Android-Handy, also Samsung. Aber Sie haben gar keinen, oder? Was? Also gar keinen Samsung. Nee, Samsung habe ich nicht. Das ist mir zu schäbig. Vielleicht Tablet. Ein Tablet? Ja, ein Tablet habe ich. Aber was für ein Tablet ich haben Sie schon? Runterräumen. Nochmal? Dann müsste ich aber erst das Geschirr runterräumen. Und was für ein Tablet haben Sie schon? Das ist von Ikea.
Also dann, also Herr Steinfeder, wann passt es bei Ihnen am besten für einen Termin mit den Finanzexperten? Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Also jetzt passt es bei Ihnen? Ich habe Sie doch am Telefon. Aber ich bin gar kein Experten. Ach, ich so, bin zuständig nur für die, ja, so Herr Steinfeld, ich bin zuständig nur für die Umfrage und für die Terminvereinbarung. Die Auszahlung sollen Sie mit den Finanzexperten also durchführen, nicht mit mir. Also ich bin leider nicht dazu zuständig. Ui. Okay, ja. Das ist ja gut an. Dann also, Herr Steinberger, also was soll ich machen? Also soll ich Ihnen einen Termin mit den Finanzexperten vereinbaren oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Was bringt das dann? Also Herr Steinberger, ich habe schon erklärt, dass Sie haben schon ein Guthaben bei uns, das Ihnen zusteht. Ja. Und also wie hoch ist Ihr Guthaben und wie die Auszahlung geht, da sollen Sie mit den Finanzexperten sprechen, also weil ich bin zuständig nur für die Umfrage und für die Terminvereinbarung. Also ich kann Ihnen falsche Informationen geben. Sie können nur falsche Informationen geben? Ja. Ach so. Ja, also wissen Sie ja, gar nicht, wie hoch das Guthaben also ist. Also wie hoch ist die Guthaben, also das weiß ich nicht. Ach das so. Wissen nur die Finanzexperten, ja. Oh, ja. Dann Herr Steinfeder, so wann passt es bei Ihnen am besten? Wann es am besten passt? Ja. So 17 Uhr vielleicht? Heute um 17 Uhr? Ja. In Ordnung. In Ordnung, dann Herr Steinfeder, also die Finanzexperten melden bei Ihnen heute um 17 Uhr. Okay, prima. Und was macht er dann? Ja, dann... Also, dann machen Sie zusammen die Auszahlung. Also, weil die Auszahlung ist eine Zusammenarbeit. Also, ich glaube, Sie wissen das schon, oder? Was ist die Auszahlung? Die Auszahlung ist eine Zusammenarbeit. Also, da sollen Sie zusammen mit den Finanzexperten durchführen. Also, machen. Ach so. Okay. In Ordnung, Herr Steinfeld. Alles gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, also wieder Betrug in zwei Stufen, wo dann hinterher wieder angerufen wird. Also ich denke mal, es ist hier klar, was das schon wieder war. Was aber auch ganz klar ist, dass wir uns ganz recht herzlich beim Lopez Nardo bedanken. Lopez Nardo ist Kakerlaken-Fan seit nun schon über 5 Monaten hier auf dem Kanal und unterstützt damit das Projekt. Möchtest auch du den Kanal ein kleines bisschen unterstützen? Dann klick gerne mal auf den Button Mitglied werden unterm Video oder schau dir dazu den Link in der Videobeschreibung an. Hallo? Ja, Tag. Guten Tag, grüße Sie, Herr Brandwein. Hier spricht der Marktsteiger von AMGestion. Wir haben miteinander gesprochen. Sie haben ein Angebot zugeschickt gehabt. Haben Sie es sehen können? Nee. Haben Sie es noch nicht gesehen? Nee, ist nicht angekommen. Es ist nicht angekommen. Also ich glaube, es liegt an Ihrer E-Mail an. franz.brandwein@mdccsun.de. Die funktioniert perfekt. Falls jetzt hier irgendjemand ein Déjà-vu hat, nein, das ist keine Wiederholung. Das ist so ähnlich, wie wir das mit dem schon mal hatten. Der hat ein paar Mal bei mir angerufen und es immer wieder versucht, weil die E-Mail ist tatsächlich eine Weile lang nicht bei uns eingegangen. Ja. Aber da gibt's auch schon Teile dazu, wo die E-Mail dann irgendwann mal angekommen ist und wir das Ganze bei dieser Firma entlarvt haben. Das ist die Firma, die uns einen Telefonbucheintrag als Finanzlizenz verkauft. In Wirklichkeit sind die aber nirgendwo lizenziert. Ich weiß nicht, wo Sie sich momentan befinden, ob Sie zu Hause sind, im Büro sind, unterwegs sind. Falls Sie nur eine kurze E-Mail, ein Hallo an uns senden, wäre das relevant für uns. Aha, zu welchem Grund? Weil somit bestätigt sich das und dann wird automatisch unsere E-Mail auf Ihre E-Mail sich befinden. Weil manchmal mit E-Mails wie mdcstefan, T-Online, das sind eher solche E-Mails, wo nicht alle E-Mails akzeptieren, zum Beispiel Werbungen etc., die unnötig sind. Also ist Ihre Nachricht unnötig? Nein, ist auf jeden Fall nicht. Ja, weil Sie also, doch gerade sagten, mein Postfach akzeptiert unnötige Sachen nicht. Werbungen. Und vielleicht denkt Ihr Postfach, dass es eine Werbung ist. Weil unsere E-Mail lautet support@am-gestion.eu.
kann deswegen sein. Das meine ich, weil ob es dann unnötig ist oder nötig, das entscheiden Sie, weil Sie sind ja die Person, die die Anlage machen wird. Mhm. Ja, dann muss ich mich mal in meinem Postfach inloggen. Können Sie es bitte machen, Dankeschön. Ja, ist gerade unterwegs, dauert ein bisschen, ist alles nicht so schnell hier. Kein Problem. Frau Schmidt, können Sie mir bitte einen Kaffee bringen? Mit wenig Zucker, bitte. Dankeschön. Nee, ist nichts da von Ihnen. Ist nichts angekommen. Überhaupt nicht. Können Sie bitte an uns was senden? Also ich tue Ihnen jetzt die E-Mail-Adresse weitergeben. Kann ich gleich mal probieren, ja, Moment. Ja. So, dann brauche ich mal an die, brauche ich mal die E-Mail-Adresse an, die das gehen soll. Ja, support. Ja. At. Mhm. AM. Ja. Minus. Mhm. Gestion. Ja. .eu. Ja, und es gibt tatsächlich eine Firma, die mal wieder so ähnlich heißt, hat aber nichts mit diesem Betrugsunternehmen hier zu tun. Daran weiß man schon wieder ganz klar, dass das hier einfach Trittbettfahrer sind, die nur so tun, als wären sie wichtig. Schon alleine wie die Geschichte da mit dem Kaffee im Hintergrund. Also man hört ja da ziemlich vieles im Hintergrund, nur irgendwie keine Bestätigung, dass da wirklich jemand war, der einen Kaffee bringt. Ich glaube, der wollte sich damit einfach nur irgendwie ein kleines bisschen wichtig tun. Mhm. Können Sie es wiederholen? support@am-gestion.eu. Richtig, wunderbar. Okay. Schreiben Sie einfach Hallo oder ein Fragezeichen. Ja. Ja. Dann habe ich die jetzt rausgeschickt. Ist jetzt auch versendet. Gucken, ob was zurückgekommen ist. Eine Sekunde. Okay, derzeit ist noch nichts zurückgekommen. Eine Sekunde kurz. Mhm. Herr Fahler, können Sie mal bitte an der E-Mail-Abteilung rübergehen und nachschauen, ob eine E-Mail gerade angekommen ist? Ja. Ja. Hallöchen, haben Sie geschrieben? Ja. Franz, richtig. Gut, wir versuchen jetzt sofort, Ihnen das Ganze nochmal weiterzusenden. Ganz kurz, wenn Sie nur kurz am Apparat bleiben können. Ja, die Verbindung wird da gerade irgendwie schlechter. Ja. Jetzt? Nee. Ganz kurz, bleiben Sie kurz dran. Mhm. Hallo? Ja. Herr Brandwein, in den nächsten 5 Minuten kriegen Sie die E-Mail erneut von uns zugeschickt. Dann melde ich mich in 5 Minuten bei Ihnen. Ja, prima. Ich war gerade drüber bei der E-Mail-Abteilung. Und Sie kriegen es gleich zugeschickt. Ja, hallo. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Ich habe euch hier natürlich aus diesem Video oder aus den Telefonaten vielmehr natürlich die Pausenzeiten alle wieder rausgeschnitten. Es waren wieder unfassbar viele. Es ist wirklich absolut grauenhaft, wie oft man hier eigentlich am Telefon sitzt und wartet. Aber ich mache das natürlich mit den Betrügern auch so, indem ich die oftmals warten lasse und warten lasse und warten lasse. Und naja, der Weg zu meinem E-Mail-Postfach dauert schon manchmal ein kleines bisschen länger. Aber das sind halt eben hier alles die Anrufe, die euch ereilen können, wenn eure Daten im falschen Umlauf sind. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit eurem Däumchen nach oben. Und wenn ihr möchtet, dann seht ihr jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Klickt auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.